Hi Sportsfreunde, wir schauen uns in diesem Video meine Intensivierungstechnik fürs Training an, nämlich das Nachpumpen. Worauf muss man achten und ab wann macht es Sinn? Schauen wir uns das Nachpumpen mal praktisch an, hier am Beispiel vom Kurzhanteldrücken. Im Grunde genommen Bankdrücken lediglich mit Kurzhanteln. Ihr merkt, im Laufe der Übung geht euch die Kraft aus. Ihr habt vielleicht auch einen tollen Pump auf der Brust, wollt aber noch ein bisschen was rausholen. Das heißt, zum Ende des Satzes hin verändert ihr die Haltung der Hanteln, dreht sie ein und pumpt noch ein bisschen nach. Dabei achtet ihr darauf, dass ihr die volle Kontrolle über die Übung habt und nur einen kleinen Bewegungsweg geht. Vorteil ist, dass ihr einen wunderschönen Pump auf die Brustmuskulatur bekommt. Gerade die Brust geht nochmal so richtig schön auf, wird nochmal richtig stark durchblutet. Ihr könnt eben auch eine maximale Auslastung eurer Zielmuskulatur erreichen. Habt auch zum Teil dann eben auch schon die schwächelnde Hilfsmuskulatur bei rausgenommen. Eine tolle Technik, um einfach am Ende des Satzes noch ein i-Tüpfelchen draufzusetzen. Allerdings muss klar sein, dieses Nachpumpen ist eine Mischung aus Abfälschen und Teilwiederholungen und damit auch nur geeignet für die erfahrenen Sportler, die genau wissen, was sie tun. Anfängern rate ich in jedem Fall davon ab, dieses Nachpumpen jetzt mir nachzumachen. Hat einfach damit zu tun, dass wenn ihr eine Spannung aufbaut, ihr habt natürlich auch einen gewissen Innendruck, können die Hanteln aneinander abrutschen und genau da kann es dann zu einer Sportverletzung kommen. Diese Intensivierungstechnik eignet sich nicht für alle Trainingsübungen. Es gibt also auch einige Sachen, da lässt sich das nicht so gut umsetzen oder überhaupt gar nicht umsetzen. Beim Kreuzheben wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Bei den Kniebeugen wäre es viel zu gefährlich. Beim Bizeps-Curlen kann man das machen, dass man aus klassischen Bizeps-Curlen mit der Kurzhantel dann wechselt in Hammer-Curls. Das geht dann, wie gesagt, auch so ein bisschen in Richtung Abfälschen, auch in Richtung Teilwiederholungen. Aber genau an der Stelle lässt sich eben mit dieser Pumptechnik noch schön was rausholen. Und zwar eigentlich an dem Punkt, wo man normalerweise den Satz beenden würde. Alles klar, so viel dazu. Im nächsten Video zeige ich euch eine neue Intensivierungstechnik für euren Trainingsplan. Macht's gut, viele Grüße, euer Simon.